Wie hoch war der Preis, bevor ein Rabatt gewährt wurde? Genau das erkläre ich dir in diesem Video mit einem Beispiel. So, folgende Aufgabe. Marc hat Schuhe gekauft mit 10% Rabatt. Aktuell kosten sie 94,50 Euro. Was haben sie vorher gekostet? Gut, schreiben wir uns erst einmal auf. 10% Rabatt. Ist auch mein Tipp an dich, wenn du eine Textaufgabe hast, schreib dir ruhig mal die wichtigen Sachen kurz raus. 10% Rabatt, 94,50 Euro. Also nach 10% Rabatt kostet das Ganze noch 94,50 Euro. Was haben die Schuhe vorher gekostet? 10% Rabatt bedeutet, die Schuhe haben jetzt nicht 100% gekostet, sondern 10% weniger, also 90%. Die 94,50 Euro sind also 90% des ursprünglichen Kaufpreises. Wir wollen allerdings nicht 90%, sondern wir wollen 100%, also was es vorher gekostet hat. Und daher müssen wir jetzt Folgendes rechnen. Um von 90 auf 100 zu kommen, müssen wir rechnen mal 100 durch 90. 90 mal 100 durch 90 und dasselbe auch auf der anderen Seite. Mal 100 durch 90. Also von 90% auf 100% bedeutet mal 100 durch 90. Und das müssen wir nicht nur für die Prozentangaben machen, sondern auch für den Geldbetrag. Also 94,50 Euro mal 100 durch 90. 100 durch 90, ich rechne es mal hier neben aus, 100 durch 90 ist gleich, wir können erst einmal die Nullen streichen, haben wir also 10 Neuntel. Bedeutet, wir müssen die 94,50 mal 10 Neuntel rechnen. Entweder schriftlich multiplizieren oder Taschenrechner nehmen. Ich nehme jetzt hier mal der schnelle Weg in den Taschenrechner. 94,50 mal 10 durch 9 ergibt 105 Euro. Also 105 Euro bedeutet, bevor es den Rabatt gab, haben die Schuhe 105 Euro gekostet. Das hier war jetzt mal ein Beispiel zur Prozentrechnung. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, dann schau doch mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.